Weiter geht's mit Pokémon Vega. Gut 3,5 Wochen ist es her seit der letzten Folge. Ich hatte eben auch wieder andere Videos hochzuladen. In der Zwischenzeit habe ich mich schlau gemacht, denn mir kam das Ganze sehr komisch vor mit den Sphere Runes. Tatsächlich dürfte dieser Teleporter hier noch gar nicht funktionieren. Erst nachdem man alle anderen Postgame-Gebiete besichtigt hat. Bedeutet, dass ich auch die Items vom Marktstand noch gar nicht hätte kaufen dürfen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich 94 Full Restore, 94 Max Elixir und 94 Revive auf den PC gelagert habe. Das sollte ein fairer Kompromiss sein. Wo geht's dann aber als nächstes hin? Ja, chronologisch wäre es die Safari-Zone gewesen, allerdings, ich weiß nicht, ich möchte alle neuen Pokémon bei Trainerkämpfen zuerst sehen. Oh, Moment. Ich bin gar nicht mal so weit jetzt. Ach nee, kommt man ja nicht raus aus dem Scheiß. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht so weit entfernt von dem Ort, wo ich als nächstes dann hin muss. Also ja, Safari-Zone, die hänge ich hinten an. Als nächstes geht es in den Wald. Hier im Wald geht es jetzt weiter und ihr wisst das sicherlich noch, ich kann mal eben durch feste Materie durchlaufen. Klasse Zaubertrick, oder, liebe Kinder? Da staunt ihr nicht schlecht. Also dann, ich bin sehr gespannt, was wir heute so sehen werden. Viele neue Crazy Pokémon, hoffentlich. Kein verstecktes Item. Da ist unser erster Trainer des heutigen Abends. I came here to catch rare bugs. Seltene Käfer? Das will ich sehen. Drei Pokémon von Angelo. Koroppa. Ein Grashüpfer. Fliegerrunde. Protect, ja, ein Glück habe ich eine Attacke gemacht, die über zwei Runden geht. Wehe, du machst jetzt nochmal Schutzschild. Yeah! Koroppa, ich hab dich outplayed. Minze, richtig gut für den Start. Das war wahrscheinlich das Beste, was du heute machen wirst. Und den Rest verkackst du wieder. Frostelka. Ich hab mein Feuer-Pokémon nicht dabei. Cool. Irgendwas machen. Eventuell erreichen wir mit dieser Session Folge 100. Ich lege aber nicht meine Hand ins Feuer. Je nachdem, wie so mein Durchhaltevermögen ist. Ja, ob es eine coole 100. Folge wird, weiß ich nicht. Sonst war es immer so. Z-Cannon kann das Teil. Sonst war es immer so, dass ich mit Folge 100 den Champ der Pokémon-Liga gemacht habe, meine ich. Das wird diesmal schwer möglich sein. Weiter, Rockslide. Das gefällt mir gerade ganz und gar nicht, möchte ich mal anmerken. Bitte mehr treffen. Und dann noch was Interessantes. In der Zwischenzeit sind Pokémon Karmesin und Purpur erschienen. Da gibt es auch viele crazy Pokémon, die sind aber eben auch sehr unbeliebt, die Spiele. Ne, ich würde nicht sagen unbeliebt, also was ich so gehört habe, die sollen schon Spaß machen, allerdings, ja, es gibt viele technische Schwierigkeiten. Die kann man nicht schönreden, nein, nein. Alter, das ist mein erster Kampf heute, was soll das? Wir müssen nicht übertreiben, okay? Ich habe dieses Rostelka unterschätzt. Und ein Lydia, das kriegen wir ja wohin. Hast du eine Gesteinsattacke? Ich bin mir gerade nicht sicher. Im Zweifel. Oh, fuck, du bist auch fast tot. Ach komm, Minze zurück. Oh, sorry, jetzt habe ich den Ruf ein bisschen weggespult. Aber gut, Lydia kennt man ja. Auch Raid. Ihr mögt es. Was ist Raid genau? Plündern? Überfall? Ja, eher sowas mit Überfall. Oh. Bugs Acute. Höchstens Lydian, würde ich sagen. Der Rest war mittelmäßig von der Cuteness her. Ah, oh, die Best. Bist du irgendwie Asthmatiker oder warum musst du so oft verschnaufen? Oh, wer war das? Wer war das? Wer von denen ist das? Ist das jetzt die Wasser... Ne, die Wasserfrau hatten wir, ne? Die Wasserfrau hatten wir auf jeden Fall. Wer kommt denn dann? Oh!
Why isn't the secure styler being mass produced yet? Oh. Ey, ich bin so froh, dass wir diese dumme secure styler Storyline beendet haben, ja. Nymphfrost. Und dann spricht die trotzdem darüber. Das wird sowas von der Eismotte sein. Was lustig ist, denn in der 8. Gen gibt es eine Eismotte mit. Boah, wie heißt das? Frostmoth, glaube ich. Auf Englisch, ja. Hier. Oh, das ist da auch ein Flugbogen. Was mache ich denn? Ich bin noch nicht so ganz bei der Sache. Scheiße, ey. Ja. Das ist halt, wenn man gerade anfängt und die Pause war, ne? Dann macht man schon mal viele dumme Fehler. Alter. Gar nicht gut. Wobei man fehlerweise sagen muss, die anderen sind auch schon so gut wie am Arsch. Also, da war die Auswahl eh nicht so groß. Psychic. Motineva heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Jetzt fällt schon wieder ein. Mhm. Auf Falter rein. Junge! Das wird mich sowas von killen, ja! Es läuft ja sehr gut. Das ist jetzt auch schneller als Duplo und Speckmantel, das kannst du komplett vergessen. Vielleicht ist es jetzt auch schneller als Münze. Ja, ey, Glückwunsch. Oh Gott, ich bin schneller. Oh. 2440 und ein Basilt. Was auch immer das schon wieder ist. Basilt. Hm. Schauen wir mal. Das ist die Weiterentwicklung von Basile. Ja, das wird man so nicht aussprechen, aber das gab's eben an der Sea Tunnel. Das weiß ich sogar noch. Basilt. Boah, Minze One-Shot ist schon wieder ein Pokémon. Bist doch krasser drauf als gedacht. Ja, und ich würde sagen, ich setze jetzt einen Schnitt, denn mein Team ist irgendwie am Abkratzen. Und ich muss nicht unbedingt meine Beleber jetzt schon rauswerfen. Boah! Knilz! Ich kann gar nichts sagen, dass ich wieder hier bin und schon fällt mich das erste Pokémon an. Wer bist du? Bist du eine Aroma-Lady? Fans, etwas blocking? Ja, das tut er immer noch. Für alle außer meiner Wenigkeit. Und warum der Sound da ist, keine Ahnung, aber. Ey, ich hatte recht mit der Aroma-Lady. Daisy! Zerplant. Kriegst du das hin, Münze? Ich glaube an dich. Warum setzt dich Psychic an? Ich wollte eine Flugattacke machen. Aber so oder so bräuchte ich wahrscheinlich zwei Angriffe, also nimmst dich nicht so viel. Warum kannst du eine Eisattacke? Zum Glück eine schwache Eisattacke, also ein Two-Hit ist es auf keinen Fall. Bin trotzdem noch schneller. Hm. In einem Goldfischglas ist man halt nicht so schnell. Ja, siehst du, klappt doch. Dieser Ruf. Ja, ich freue mich auch wieder auf viele lustige Rufe heute, denke ich. Da kommt bestimmt das ein oder andere Feuerwerk für die Ohren. Strawner. Ja. Dadurch, dass ich jetzt eben auch noch andere Videos zwischengeschoben habe, denke ich auch nicht, dass ich dieses Projekt noch in diesem Jahr abschließen werde. Das wird noch safe in 2023 reinlaufen. So ist das. Werden wir hier also schön auf Weihnachten und Silvester feiern, ne? Wo ich gerade schon von Feuerwerk gesprochen habe. Mit Pokémon Vega. Und ein Basile. Ja, wenn man vom Teufel spricht, warum auch immer du der Teufel sein solltest, der ist das, was ich angesprochen hatte. Für all diejenigen, die das vergessen hatten. Eine Auffrischung. Ja, und wenn ich die weiter nicht mehr gewonshottet habe, dann dich auf jeden Fall. Oh, ich muss wirklich sagen, Münze macht einen sehr guten Job bisher. Was so eine Pause doch alles für Wunder bewirken kann. Rare Pokémon leben hier. Das kann ich nicht mehr. Ah, man wollte es voll. Scheiße.
Lucky Egg. Habe ich hier irgendwem noch nichts gegeben? Natürlich nicht. Was werde ich auf keinen Fall brauchen von den Sachen? Was ist absolut shitty? Dire Hit ist shit. Das reimt sich auch, deswegen stimmt's wieder. Miracle Seed. Okay, da geht's dann wieder runter. Also, ja jetzt. Oh doch, hier geht's noch weiter. Ich wollte schon sagen, jetzt weiß ich wieder nicht, wo es weitergeht. Der hat statistisch gesehen doch eher Gesteins- und Boden-Pokémon, oder? Besee. Weiß nicht. Der kennt mich. Ich war dann irgendwie total überrascht, meinen Namen zu nennen. Ich weiß nicht warum. Das ist in dem Spiel nichts Neues. Ich dachte dann irgendwie so an andere Projekte, wo das unüblicher wäre. Keine Ahnung. Jo. Du Texo. Ist fast ein Gesteins- oder Boden-Pokémon. Ist auf jeden Fall ein solides Matchup. Boah, schade. Inferno! Uff. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist die Chance. Oh! Das, ach so, das bringt. Nee, ja. Wie hoch ist die Chance bei Inferno und verbrannt zu werden? 100%, wenn sie trifft? Weiß ich gar nicht. Aber schön, dass mir Synchronized nochmal gesagt hat, dass das eh nichts bringt. Aber übrigens, du hast hier eine Fähigkeit, aber die bringt dir nichts. Also. Die Moss Fossil. Okay. Wieder mal sehr witzig von dir. Ice Seal ist Unsinn. Burn Heal ist ja schon besser. Und wir haben noch einige Tränke. Da werde ich mich dran bedienen. Der Max ist ein bisschen übertrieben. Warte, habe ich nicht noch irgendwie Hyper Potion? Bestimmt, aber ich habe es überblättert, ja. Überblättert. ja, ihr bleibt dann mal da, ne? Warum habe ich jetzt hier ein legendäres Pokémon gefunden, vermutlich, und bei den anderen Orten nicht? Das macht mir schon wieder Sorgen. Macy? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oh, das habe ich auf jeden Fall nicht falsch gemacht, welches Pokémon ich vorne habe. Yeah. Hast du jetzt dieser Samen, dieser Knosp und dieser Flor? Es wäre durchaus eine Möglichkeit. Nee, Lilligant. Das dürfte, wie heißt es, Dressella sein. Dressella mach ich weg mit Minces. Macht so einen guten Job, das ja, das schaffst du auch. Oh, nice, das Sprite tatsächlich. Sieht richtig cool aus. Ja, und es tut, was es am besten kann, nämlich Falter reigen. Aber eventuell wieder One-Shot, auch wenn ich es nicht glaube. Ja, das war deine Attacke. Alter, wie geil. Minze, du bist bombastisch aktuell. Ohne Mist. Und das ist die Endstufe des Flankenstarters. Ja. Wenn ich die jetzt auch noch One-Shotte, dann bin ich komplett buff. Und das sollte ich auch machen, denn das kann random eine Gesteinsattacke. Was ist denn los? What the fuck, man? Minze! Also wenn du mal reinbaust, dann richtig. Wow. Ab in Urlaub. Nass-Trainer vielleicht oder ein Pokémon-Ranger. Komm, Duplo, einfach mal probieren.